sodass wir einen weiteren Fallweg haben. Oder wir kriegen irgendwie das Gehzeug angeschaltet, aber das würde mich auch wundern, wie wir das dann machen sollen, bitte. Da oben ist eine fette Luke. Und wo wir hinkommen müssen, ist da rein. Da müssen wir dann das ganze Rumgepumpe anschalten, quasi. Aber wie kommen wir da drauf? Oh. Das wäre natürlich... Nee, da fliege ich gegen die Wand, da. Haben es natürlich super hingekriegt, Überhängewand hier. Sag mir nicht, ich kann da einfach Portale hinsetzen. Nö, geht natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber wenn ich das hier mal anschaue... Kann ich da irgendwo unten Portale hinsetzen? Da! Ja, das bringt mir nicht viel. Wenn ich da oben ein Portal hinsetze. Dann rutscht der hier runter und... Kann der hier unten ein Portal hinsetzen? Nö. Wie macht man das? Irgendwie geht das mit dem Sprung, aber ich bin wieder zu doof, das zu blicken, wie. Ich könnte auch einfach, ich bin ja ungefähr gleich hoch, das heißt, ich, müsste irgendwo auf dem Boden ein Portal hinsetzen können. Und dann kann ich mich da hochkatapultieren, aber das wird wahrscheinlich auch nicht klappen, weil es ja nirgendwo ein Portal auf dem verdammten Boden gibt. Hm. Wie kommen wir denn da drauf? Ich kann es natürlich nochmal probieren hier oben mit, aber ich glaube weniger, dass das was wird. Ich komme dann zwar da drauf, aber wenn ich da drauf bin, hilft das mir auch nichts. Da oben im Deckel... Ich kann den wahrscheinlich irgendwie öffnen, indem ich da in der Pumpstation den Schalter drücke. Dafür muss ich aber erstmal in die Pumpstation kommen. Sind das da unten irgendwelche Hebel? Ne, das ist der kaputte Zaun. Was hat's da oben drauf? Nix. Hier unten hat es irgendwo überall sicher irgendwas Wichtiges, was ich nicht finde. Aber ich denke mal nicht, so wie das aussieht. Hier kann ich eindeutig runter und einen Sprung machen. Das ist eindeutig dafür gedacht, dass ich einen fetten Sprung mache, aber nicht den. Weil der reicht nicht. Der reicht einfach nicht. Ich versuche das jetzt einfach mal. Geronimo! So knapp. So verdammt knapp. So, dahin. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich versuche das. Mir doch egal, ob das was wird. Da oben. So, müssen wir hier irgendwie wieder runter, sodass wir das Portal setzen können. Ne, das da vorne waren keine Hebel, definitiv nicht. So. Hier drauf. Ich möchte gerne zu, unserer Fläche rüberkommen, ey. Na, okay, geht doch. Ah, so, so. The mission refused this mission. Das ist set of all set contained itself. This statement is false. Ja, das sind Paradoxe. Ha. Und damit kann man Maschinen besiegen. So, so. Hatch Override. Was passiert nun? Ich sag doch, wahrscheinlich öffnen wir die Tür mit dem Schalter. Sag ich's nicht? Na, sag ich's nicht? Komm schon. Komm schon. Was passiert denn hier? Kommt Licht hinein. Boah, das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Was ist dahinter? Na, oh, noch mehr Gasröhren. Geh doch pupsen oder so.
Ah, und da kommt noch so eine Plattform. Was bringt mir diese Plattform nun? Na, 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 na. Ach, die geht da unten dran. Okay. Komme ich hier überhaupt wieder runter? Ah, okay, hier durch. Dann lass mich mal auf die Plattform gehen, bitte. Und dann trag mich nach oben, du komische Maschine! Ich will nach oben! Danke sehr! Prima, das ist doch was Tolles. Oh Mann, ey, oh Mann. So. Wo sind wir hier? Oh, sag mir nicht, wir haben jetzt diese Gelstation an die oberen. Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige Macht, geile KI, vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Der Fahrstuhl! Ja! Wir sind raus! Wir sind raus! Und wir haben, so wie es aussieht, mit den neuen Testgeländen, beziehungsweise da, wo Wheatley die Kontrolle hat, haben wir diese Gele verbunden. Ja. Boah! Das heißt, es gibt noch mehr Testkammern mit Gelen. Wow! Hab in den Fahrstuhl! Cool! Endlich wieder der Fahrstuhl! Endlich! Keine verlassenen Testgelände mehr! Keine von diesen Mistdingern! Was ist denn das? Was ist denn das für ein... What? What? Was ist das? Teil 8, die Unruhe. Okay. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Okay. Wie kommen wir da runter? So, okay. Perfekt. Und nu? Alter. Die ganze Testumgebung hier. Das ist... Das Feeling, das Flair, das ist abartig nice. Das ist... Abartig. So. Hier geht's weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier durch. Die Tür geht auf. Oh, nice. Kästen auf Beinen. Was zur Hölle hat er da gemacht? Da drauf. Ja, ich wusste, du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken. Nicht darüber nachdenken. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon, es gibt keine Antwort. Dort, ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch, ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in das Aktion. Hab ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, Kerntransport. Ja, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Hey. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. So, so. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns... kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar Test. Bevor. Wir haben ein Problem.
Kernüberhitzung. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Der Test soll gefährlich sein. Oh, ja. Gut gemacht. Gefährlicher das Test. Ist klar. Ist klar. Alter. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay. Wheatley, du bist verrückt. Ach, nochmal. Los geht's. Okay. Nochmal. Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Wir müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests machen. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, doppelt hält besser. Woo! So, weiter geht's. Ja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Ja, zum Glück. Pass auf, bald kommt ein möglicher Test. Aperture Laboratories. Wheatley Laboratories? Was zur Hölle? Wir haben eine Chance, ihn zu finden. Stimmt, weil er über die Tests nicht viel weiß. Alles in Butter. Schon wieder eins. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Da steht zwei. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Alter, und was ist das da? Was ist das? Cool. Cool, Traktorstrahlen. Warte mal. Okay, ich kann sie mit Portal modifizieren. Okay, gut. Dann kann ich hier Schalter drücken. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich einfach irgendeine Kiste ranmachen oder so. Traktorstrahlen, ist das geil. Komm schon, nach oben. Lalalalalalalala. Ich möchte, da oben hinkommen. Dafür. Dafür mache ich das hier. Und dann das hier. Geht doch! Perfekt! Perfektissimo! Und nun, ich will nach unten. Ah, das machen wir jetzt einfach, indem wir. Da! Los, du komische Kiste, die laufen kann. Auf durch die Decke. Auf den Schalter. Komm schon. Hooray! Oh, wow. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Oh. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später. Das ist nicht gut, wenn es keine gute Nachricht gibt. Und er benutzt ihre Tests. Super. Ich wollte dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests. Die zwei und da steht eine 3. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. What? Okay. Rein da. Okay. Außerdem. Okay. Da rein. Gut, wenn ich hier drin bin, im richtigen Moment, hier drücken. Und dann im richtigen Moment